dazu. Und jetzt kümmern wir uns um die Russen. Ich dachte, sie konzentrieren sich auf sie. Nö. Ich finde dich beschissener. Bei der Frau habe ich wenigstens sowas wie Sympathie. Ne? Das kennst du nicht, Giles. Das ist das Gegenteil von dir. Eine Einheit wird angegriffen. Aber sie ist jetzt auch dran. So ist es nicht. Oh, hat da jemand Geldprobleme? Oh, jetzt habe ich alle, habe ich bei allen gesehen hier. Hoppla. Ja, habt ihr das gerade gesehen? Ja, schade, die werden nicht ankommen. Hat sich da Madame etwa Unterstützung aus Moskau geholt? Hm? Alles klar. Da holt sie sich einfach mal Kirovs ran. Dann nochmal. Ja! Und ja! Ich hätte mich mit diesem englischen Schwein verbinden sollen. Na, vielleicht das nächste Mal. Also mit englischen Schwein teile ich, aber Bündnis? Nee. Aber wir haben den Twin Blade. Ja! Wir haben ihn. Oh, 7 Minuten 16 haben wir gebraucht. 10 hätten wir brauchen dürfen maximal. 3577 Zeitbonus. 2600 Schwierigkeitsbonus. Effizienz 3. Gesamtbonus 22. 18531 Gesamtcredits Reserven Aufschub. Und wir haben den Twin Blade. Ja! Sehr geil. Damit sind die Sowjets gerade einen Ticken brauchbarer geworden. Sehr schön. Mensch, das sieht ja richtig gut aus. Sehr geil. Oh. Mexiko. Was ist denn da? Der Vindicator. 21. Pff. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was kommt. Das wird eine Scheißmission. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird eine Scheißmission. Aber wir versuchen jetzt das hier nochmal. Kräfte messen. Das hatten wir nämlich schon. Deswegen werde ich den Text auch nicht vorlesen, sondern wir fangen direkt an. Kenji und ich sind uns vollkommen einig. Das heißt, Sie müssen zuerst einmal ihn besiegen, bevor ich mein Schwert ziehe. Aber nachdem dieser Barbar nicht an mir vorbeikommt, wird das wohl nicht passieren, Shinzo. Weil ich so ein toller Hecht bin. Ich bin so eine geile Sau. Unser Einsatz. Das Wasser. MBF, was machst du da? Wir sind fast da. Ab ins Wasser. Genau, ab ins Wasser. Das wird nämlich eine Amphibienoperation, Freunde. Ab ins Wasser. Junge, du sollst ins Wasser. Ist das so schwierig? Da er ja hier so viele Bodentruppen anfangs hat. Ne? Und da Kenji ja zweimal antritt, während Shinzo nur einmal da ist. Genau, das wird großartig. Ziehen wir uns doch einfach aufs Meer zurück. Und werden von dort aus unsere Operation starten. Das hat jetzt wie lange gedauert? Bau abgeschlossen. Naja, gut. Wird gebaut. Oh, ich hoffe, dass mein Plan aufgeht. Es wäre sehr schön. Auch wenn es nicht einfach wird gegen die beiden. Davon mal ganz ab. Aber ich habe da ein gewisses Gefühl, dass es doch recht gut wird. Wird gebaut.
Da wir jetzt die entscheidende Waffe haben. Ach, ich finde es ja übrigens gut, dass sie hier das Emblem aus Teil 2 noch mit reingenommen haben. Sehr schön. Bau abgeschlossen. Cool. Neue Bauoptionen wird gebaut. Sehe ich ja jetzt erst. Auch gar nicht so, gar nicht spät oder so. So ist das, Freunde, ne? Hatten die eigentlich Tengus? Ich weiß es gar nicht. Bau abgeschlossen. Neue Bau Tengus hat jetzt wird gesammelt. Wird gebaut. Baue ich echt für jeden Scheiß den Superreaktor oder was ist das hier? Ist ja schrecklich. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, das hat meine Frage gerade beantwortet. Danke. Was hat meine Frage gerade... Ja, ist ja gut. Beruhig dich, Kenji. Es wird alles gut. Armer Junge. Super. Das muss ich hier reparieren, nur weil der Kerl schon mit seinem blöden Tengus ankommt. Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Danke. Ja, das war jetzt gerade eher so semi-geil. Oh, das Geld nehme ich gerne. Danke. Bau abgeschlossen. Jetzt brauchen wir erstmal Mickjäger und danach wird ohne Ende Twin Blades gebaut. Ohne Ende. Ming bereit für Erkundungsflug. Bau abgeschlossen. Warum sagt die eigentlich Ming? Das heißt doch eigentlich Mick. Na gut, egal. Ming bereit für Erkundungsflug. Unzureichende Mittel. Ja, die Rekruten, wie sie es da gemütlich machen, ne? Finde ich übrigens auch geil, wenn man die anwählt. Die Reaktion. Ming bereit für Erkundungsflug. Komm mal näher ran. Ich finde das so geil. Mittel. Ne? Wenn du die anklickst. Oh, Scheiße, der Kommandant ist hier. Schnell, weg damit. Ey, das ist meine Taktik. Dieb. Klaut er mir meine Taktik? Du Dieb. Ist aber ganz böse. Das kannst du da nicht machen. So ein Schelm aber auch. Wäre ja dafür, dass wir uns mal einen Sputnik ranholen. Oh, Verzeihung. Uiuiui. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Oh, was habe ich die Stimme vermisst. Oh, endlich wieder Twinblades. Herrlich. Dieses Gebiet gehört uns. Genau. Dieses Gebiet gehört uns, ja, Arschlöcher. Es fällt euch ein. Geldprämie bereit. Geil. Mittel. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon verloren? Ui. Wir werden auf jeden Fall auch noch bei den Shinobi später wichtig sein, wenn wir die haben. Also als Gegner. Dann werden die nämlich auch wichtig sein. Na, also die Twin Blade sollte man nicht unterschätzen in der Herausforderung. Das ist ähnlich wie bei den Strikern. Die sollte man echt nicht unterschätzen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Und einmal ein Sputnik, bitte. Wo ist der Feind? Ich würde ja fast vorschlagen, dass wir uns gleich mal auf Shinzo stürzen, ne? Aber ich habe Angst, dass Kenji das Eiskalt. Ja, genau. Genau das meine ich. Dass Kenji das gleich nutzt. Ja, hier kannst du sie nicht transformieren. Scheiße, ne? Und tschüss. Tja, nix mit Transformation. So ein Scheiß aber auch, Kenji, ne? So ein Scheiß aber auch. Ja. Versuchen wir es mal. Es kann nur in die Hose gehen. Feindliche Einheit. Das war dämlich von dir. Oder dämlich von mir. Sie wollen uns abschießen. Oh, Alter. Jo.
Tja, das war wohl ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Ja, natürlich auch noch Bogenschützen, klar. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Scheiße. Ich hätte gedacht, die würden es reißen. Nee, leider nicht. Alle Waffen bereit machen. Leider nicht. Das war zu früh. Hat er mir alle abgeschossen? Er hat mir echt alle abgeschossen, ey. Glaub ich nicht. Jo. Ich dachte, jetzt schickt er noch die entscheidende Rakete hinterher, um das Ding runterzuholen. Ich glaube, das können wir knicken. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Alter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Das kam unerwartet. Aber dass er gleich ganz direkt einfach mit Tengus angeschissen kommt, ne? Und danach fängt er direkt an, die Chopper zu bauen. Was für ein Nachmacher. Klaut er mir meine Taktik? Der klaut mir einfach meine Taktik, du. Kenji und ich sind uns vollkommen einig. Das heißt, sie müssen zuerst einmal ihn besiegen, bevor ich mein Schwert ziehe. Ja, ja. Aber nachdem dieser Barbar nicht an mir vorbeikommt, ja, diese wird das wohl nicht passieren, ja. Shinzo. Ja, ich weiß, so geil ich bin. Echt einfach nur ohne Worte. Oder fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich was ganz anderes probieren. Werde ich sonst gleich mal machen. Weil ich glaube nämlich nicht, dass er von Erfolg geprägt ist. Vor allen Dingen sehr gut, wenn man mit so einer Einstellung schon direkt in den Kampf reingeht. Bin ich auch. Mein Bogen gehört Ihnen. Sehe ich genauso. Aber das ist ja das Ärgerliche daran. Mein Bogen gehört Ihnen. Das ist ganz komisch hier. Erst kommt er mit Tengus angeschissen, dann auf einmal kommt er mit Choppern und Bogenschützen hat er auch noch jede Menge und Stahlronin baut er auch noch ohne Ende. Also er hat seine Taktik schon umgestellt. Der wusste genau, wo ich bin. Na toll, schon haben wir kein Geld mehr. Archer ist einsatzbereit. Fängt gleich gut an. Mein Bogen gehört Ihnen. Lass den Himmel weinen. Den da, ja. Er ist markiert. Da sind noch mehr. Sie haben angegriffen. Den da, ja. Er ist markiert. Vor allem das Bittere ist immer, man bricht sich bei solchen Sachen einen ab, ja. Und dann guckt man nach und dann siehst du da irgendein Profi, der macht dir das in 2 Minuten. Und du stehst nur da so, ja. In diesem Moment habe ich gerade so ein bisschen. Vorwärts, bin unterwegs. Was aber auch noch vielleicht eine gute Lösung wäre, fällt mir gerade ein. Der Sea-Wing. Kenji und ich sind uns vollkommen einig. Das heißt, sie müssen zuerst einmal ihn besiegen, bevor ich mein Schwert ziehe. Aber nachdem dieser Barbar nicht an mir vorbeikommt, wird das wohl nicht passieren, Shinzo. Ja, du bist so ein toller Hecht. Du bist der Allergeilste. Mein Gott. Wie kann man so selbstverliebt sein? Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, der Sea-Wing. Das wäre eine Möglichkeit. Wird ausgeführt. Der könnte das. Eventuell. Och, MBF, was machst du da? Du sollst ins Wasser, du Vollidiot. Nein, der cruist da rum. Was soll das? Das ist ein ganz einfacher Befehl. Mein Gott nochmal, du hast das Wasser direkt vor der Tür. Du brauchst nur reinfahren. Nein, er wendet noch kurz. Boah, ich hasse ihn. Junge. Krieg ich so ein bisschen Plack auf den Zähnen, echt? Krieg ich so ein bisschen Plack. Boah. Junge. Ja, Zielort genehmigt. Haltet euch an die Regeln. Ich halte mich immer an die Regeln. Aber sag das mal den anderen. Die halten sich nie an die Regeln. Die Arschlöcher. Also, nicht ihr, sondern KI. Die hält sich nie an die Regeln. Aber wir haben sowieso gleich Feierabend, davon mal ab. Aber ich muss trotzdem sagen, wir haben trotzdem einiges geschafft. So ist es nicht. Also ich will mich nicht beschweren.
Beziehungsweise beschweren kann man sich immer, wisst ihr ja. Vor allem ich kann das immer ganz gut. Oh, jetzt dauert es wieder eine halbe Ewigkeit. Ja, das ist halt der Nachteil. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine Wasseroperation führen müssen, aber damit rechnen die nicht anfangs. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ich wollte gerade fragen, hat er jetzt dahin gesteuert? Ja. Gut. Weil sonst wäre der Kern nicht auf dem Weg dahin. Weil wir brauchen auf jeden Fall Kohle und zwar jede Menge. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Unser Bauhof wird angegriffen. Ist das ein Scheißernst? Nanokern wird an. Ja, super. Kann ich gleich abbrechen. Was eine Scheiße. Echt, du kannst nicht mal in Ruhe bauen. Er kommt sofort mit diesen Scheiß-Tengus um die Ecke. Das ist doch echt nicht zu fassen. Ja, komm, nimm mir die Alliierten. Ist doch scheißegal. Wir haben sowieso keine Zeit mehr. Kenji und ich sind uns vollkommen einig. Warum mache ich das eigentlich noch? Wir haben doch eh keine Zeit mehr. Ist doch egal. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Aber irgendwie... Das gibt's doch gar nicht, ey. Also die Striker haben versagt. Die Twin Blades sind leider komplett durchgefallen. Ich muss mir da echt was einfallen lassen, Freunde. Also das wird echt eine schwere Kiste. Kräfte messen. Das wird wirklich eine schwere Kiste. Eine ganz, ganz schwere Kiste. Da bin ich mal gespannt. Aber wir können ja mal das Arsenal durchgehen. Also, wir haben geholt. Wir haben das Twin Blade. Und wir haben die Terrordrohne von den Sowjets erobert. Außerdem haben wir Tanya bekommen. Und endlich diesen vermaledeiten Scheißspion. Und ja, der Spruch muss dazu sein. Und von den Japanern haben wir den Stahlronin bekommen. Genau, den Stahlronin. Also 5 neue Einheiten haben wir bekommen. Zugegeben, man könnte jetzt natürlich auf der einen Seite sagen, ja, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber Freunde, man muss dazu sagen, es ist alles auf Gold. Ne? Das muss man noch dazu sagen. Also gut, wir hatten jetzt mit Zickenkrieg hatten wir eine Mission, die zuerst auf Silber war, aber die haben wir ja auf Gold hochkorrigiert. Das wird auch noch richtig eine pure Freude. Da kann ich euch versprechen, das wird richtig toll hier. Und Kräfte messen, da bin ich echt mal gespannt, was wir da... Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen mit den eisernen Vorhang. Das wird auch noch lustig. König Uni haben wir jetzt noch gar nicht reingeguckt. Das werden wir, denke ich, mal nächstes Mal machen. Athena, naja. Desolator ist auch noch so eine Geschichte. Da bin ich auch mal gespannt, wie wir uns anstellen werden. Aber, Freunde, für heute war es das mit dem Herausforderungsmodus. Wie gesagt, 34%. Wie gesagt, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, das ist nicht schlecht. Ne? 2 Stunden Zeit haben wir und wir haben knapp 210.000 Credits Reserven, die wohlgemerkt durch diesen einen Einsatz des Alarmstufe Rotknopfes direkt betätigt werden. Dafür, dass ich vorher einen nicht so guten Anfang hatte mit den Spionen hier, ging das doch recht solide. Ne? Wie gesagt, die verworfene Aufnahme, ich habe vorher probiert wie sonst was, ihr konntet das leider nicht sehen, weil ich musste die Aufnahme aus privaten Gründen abbrechen, naja, ist egal. Freunde, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot 3 Uprising bzw. der Aufstand Herausforderungsmodus. Dann wollen wir mal sehen, wie wir weiter voranschreiten werden. Vielleicht, ja, ich muss mal gucken, wie wir das mit der Energiewellenartillerie machen. Vielleicht holen wir uns auch vorher erstmal den Vindicator und versuchen es dann nochmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, es wird eine schwere Kiste, weil wenn du mit den Japanern gerade frisch dabei bist, dich aufzubauen, der kommt schon mit Tengus um die Ecke, da weißt du schon, wo du dran bist. Ist einfach so. Da kriegst du schon auf die Fresse. Also da waren die Sowjets schon einen Ticken schneller. Okay, Freunde, ich bin raus. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen natürlich... Ganz wichtig, bleibt mir gewogen und bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao!